Hallo, liebe Zuschauer, wie geht's euch? Wow, was habe ich da hinter mir? Ja, diese Kerle sollen vor 66 Millionen Jahren ausgestorben sein. Aber einige Indizien zeigen, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Denn man hat also heutzutage Tondinosaurier gefunden, die viele tausend Jahre alt sind. Und wer sollten die Jungs das denn gewusst haben, dass es die gegeben hat? Es sei denn, die beiden sind sich mal begegnet. Ich befinde mich hier im Museum in der Nähe von Kalasin. Und da ist eine der größten Ausgrabungsstätten für Dinosaurier aller Arten. Hinter mir haben wir den Rex, einer der gefährlichsten. Und wenn man schon die Zähne sieht, dann weiß man, was der gerne frisst. Und hier haben wir noch jemanden, da hat man ein Größenverhältnis, da steht die Pitti. Hier sehen wir nochmal den Rex in voller Größe. Also schon irre, wenn der hinter einem ist, dann... Und hier ist der Eingang zum Museum, dass es so große Tiere gegeben hat, über 66 Millionen Jahre. Es soll ja, wie wir alle gelernt haben, ein Meteorit runtergekommen sein. Und da war es mit denen zu Ende. Aber vielleicht haben aber welche überlebt. Und die sind auch mit den Menschen zusammengekommen. Bei dem Rex ist, dass der sich nach einiger Zeit bewegt. Das macht er in regelmäßigen Abständen. Da bewegt er sich. Ja. Ist schon beeindruckend. Mein Gott, wie groß. Ja. Ja, hier muss man auch den Ausweis vorzeigen. Da ist auch so einer. Überall stehen sie hier. Ja, und da muss man sich vorstellen, das ist ja hier in der tiefsten Provinz eigentlich. Wir sind hier 33 Kilometer von Kalasin entfernt. Ich blende hier mal eine Karte ein. Ja, und hier hat man sie gefunden. Und hier hat man dann auch dementsprechend Museum hingesetzt und ist von außen schon sehr imposant und überall da hinten auch große Dinosaurier. Quasi Jurassic Park live heute. So, die zwei können es gar nicht erwarten. Wenn ihr nach hier kommen wollt, könnt ihr hier im Internet recherchieren. Also ich muss sagen, das ist schon beeindruckend von der Größe her. Eine riesige Kuppel ist da oben. Hier ist es auch in Thai und in Englisch beschrieben. Wir haben jetzt mit mir, normalerweise wäre das für 80 Baht, aber da ist ein Farang dabei, 150 Baht hat das gekostet für uns zusammen. Hier sieht man einzelne versteinerte Fossilien. Dafür sind wir ja nach hier gekommen, um zu sehen, die Skelette. Wow, riesengroß ist das hier. Oben eine Riesenkuppel. Ja, da sind die Meeresdinosaurier, die ja noch eine Ecke größer waren. Wir haben ja alle gelernt, die Dinosaurier sind nie mit den Menschen zusammengekommen, was man ja heutzutage anzweifeln muss nach den letzten Funden. Ah, da sind die Kleinen. Das ist doch Jurassic Park, da kann man sich noch dran erinnern. Die sind ja auch so blutrünstig. Ja, und da oben an der Decke, hatte ich ja gerade gesagt, das ist so einer im Wasser. Ich hatte jetzt noch einen Bericht gesehen von Alaska. Da vermutet man ja, dass da auch so einer ist. Und Loch Ness ist ja jedem bekannt. Da denkt man, dass ja auch so ein Dinosaurier noch vorhanden ist. Vermutet man zumindest. Oh, hier haben sie es auch schön dargestellt, wie es da früher mal ausgesehen hat. Hier in Thailand mit den Dinosauriern, mit Mammutbäumen. Der ganze Raum ist klimatisiert, sehr angenehm hier zu laufen. Hier sieht man auch noch mal sowas, wie das ausgesehen hat früher. Ist ja schon gruselig.
Und hier unten hat man dann auch gleich die Erklärung, auch in Englisch. Aus Brasilien ist der Fisch hier. Ja, da haben wir so einen Burschen. Sieht aus wie ein Rex. Mein Gott noch. Da haben wir aber Glück, da wir uns mit sowas nicht rumplagen müssen. Oh, ein schönes Bildchen. Yeah, he want to kill you. Ah, hier sieht man Pflanzenfresser wohl, Fleischfresser, Pflanzenfresser. Aber bei einigen würden wir schon auf der Menükarte stehen. Ach, der ist ja noch größer. Man soll immer den Spuren nachgehen. Hier hat man einzelne Knochen. Hier auf der Schautafel kann man also sehen, das ist die Region, wo man die Dinosaurier gefunden hat. Hier unten ist Samui. Ah, sag ja, ein friedliches Örtchen. Da gab es keine Dinosaurier. Oh mein Gott. Ja, die müssen sich auch mal die Krallen schneiden. Also war kein friedlicher Ort. Oh, auch ziemliche Klauen, was die haben. Das sieht ja aus wie ein Hologramm. Wollen wir da mal aufklären. Wir haben hier einen Spiegel, nur eine Glasscheibe. Und hier haben wir den Monitor. Und dann sieht das so aus. Das ist ja Hammer. Das ist ja ein großer. Oh. Also es war nicht erstrebenswert, zu dieser Zeit zu leben. Hier hat man mal einen Größenvergleich. Da haben wir nochmal einen Rex in 3D. Ein Hologramm. Ja, da hat sich ja einiges hier rumgetrieben. Da sieht Thailand nicht mehr so schön aus, wenn die hier waren oder sind. Da hat man so einen Fund eingekapselt mit Gips und dann hat man die nach hier gebracht und da hat man jetzt die Knochen oder die versteinerten Teile rausgeholt. Mein Gott, was für eine Arbeit. Hier sieht man auch Fische. Hier sieht man Fußabdrücke. Ah, da sieht man die Jahrgänge, wann das gefunden worden ist. Das sind alles gefundene Knochen, die noch eingepackt sind. Hier arbeiten die und holen die Fundstücke raus. Hier haben wir mal so ein Replika. Do not touch. Und schon hängen wir mit dem Finger drauf. Die haben wohl heute frei. Das Beachtliche ist dabei, die denn rauszuholen und dann festzustellen, was das ist. Also, sie sagte gerade die ersten, sie kann sich dann noch daran erinnern, sie ist ja nur 3 Kilometer von hier entfernt, dass sie die hier gefunden haben. Pitti sagte gerade, ein Mönch hat die ersten versteinerten Knochen von Dinosaurier gefunden hier. Und überall Lehrfilme in Englisch und in Thai, wie das alles zusammenhängt. Das ist aber ein Armer. Hier ganz alleine. Also schön ist das ja nicht, wo der hier drin ist. Ja, hier nochmal eine Rundumsicht. Also da sollte man auf jeden Fall
hin, wenn man hier in der Nähe ist und hat die Zeit. Es lohnt sich. Netter Kerl. So, hier kommen wir dann schon auf das Ende zu. Ja, hier möchten wir uns verabschieden. Also wenn ihr wirklich hier in der Nähe seid, dann müsst ihr das unbedingt besuchen. Für kleines Geld eigentlich. Ich war noch nie in so einem Museum gewesen, wo die Skelette so aufgestellt worden sind. Wunderbar. Ja, und wir Menschen müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in die Steinzeit zurück und selber manövrieren, was da jetzt so auf der Welt los ist. Und mal gucken, was morgen hier ansteht in Kalasin. Tschüss.